Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, ich muss schon anfangen zu lachen, weil im letzten Part haben wir ja von dem Drachen davon ganz schön eins aufs Maul bekommen. Und ja, ich will ihn aber trotzdem tot sehen. Das heißt, ich muss mir da was einfallen lassen. Und zwar, ich werde jetzt noch einmal das Zeug hier umrüsten und das dann speichern auf alle hoppla. Auf alle Fälle und ganz sofort. Da schnaubt er vor sich hin, der Typi. Eine bessere Rüstung habe ich ja nicht, ne? Nee. Nee, das passt schon so. Ja. Jedenfalls fürchte ich, dass ich da entweder mit Eisblock mitarbeiten muss. Ich fürchte schon. Also Eisblock und Skelett erschaffen. Eisblock. Ich probiere mal was. Ich bin nur mehr am Probieren. Keine Sorge, das ist normal. So. Also. Ah, wartet. Zuerst müssen wir mit dem Trottel quatschen, ne? Wartet. Ich werde auch gleich. So, werden wir das machen. Ich überspringe das wieder, denn wir wissen ja eh schon, was er uns zu sagen Noch hat. nicht Bla bla besser. bla bla. Bla 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 Nicht bla üben. bla Von welchem Ast die Faust erwürgen? Fertig. Genug der Worte. Klappe. Hat's haut nicht hin? Ernsthaft? Man kann einen Drachen nicht einfrieren. Okay. Jetzt habe ich sehr viel. Wo willst du denn hin, du Trottel? Ich habe jetzt zwei Eisblöcke verbraten. Wartet. Okay, Merksatz. Eisblock geht nicht. Dann muss ich wieder auf die. Ja. Da muss ich eben auf die Skelette ausweichen. Geht's nicht? Eisblock. Warum sind jetzt die Skelette nicht ausgerüstet da? Also, Alter. Herrschaftszeiten. Aber er zickt rum, ist mir aufgefallen. Er würde rumzicken. Noch so ein Bla bla bla. Alter. Da, bla bla bla. Der Bla 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 und bla bla bla. Bla. Und tschüss. Bla bla. Huch. Bloing. Ausweichen. Aua. Voll aufs Maul. So. Probieren wir es jetzt mit Eisblock. Naja, haut echt nicht hin. Das heißt, ich brauche noch ein paar Skelette. Hui. Und ein drittes noch. Jetzt müssten wir genügend Skelette haben, dass wir den Drachen jetzt gut töten können. Hör auf, da herumzufliegen, du blödes Scheißvieh. Katschanga. Aua. Ja, ist schon gut. Blöder Mistfink. Jawohl, das war super. Und nochmal, Katschanga, komm. Katschanga. Jawohl. Komm, mehr Katschanga. Aua. Du Kackdrache. Komm. Katschanga. Mehr Katschanga, komm. Mehr Katschanga. Komm, mehr Katschanga. Jawohl, noch mehr. Ein Skelett ist schon verbrannt. Jawohl, gleich haben wir. Alter, wenn das noch was wird hier. Wie schaut es mit unserem Leben aus? Nicht so schlecht, komm, mach Katschanga. Wow. Nein, nicht das Skelett. Jawohl, verstorben. Arschkopf, blöder. Muha. So hat das auszuschauen. Her mit deinem Herzen und deinen Schuppen. Du blöder, fieser Steindrache. Muha. Jawohl, wir sind die Besten. Wir sind die Besten. Und das war's mit den Skeletten. Und da ist auch eine Steintafel. Und wir haben wieder haufenweise Graffel. Leute, hurra, hurra, hurra. Wir haben den nächsten Drachen besiegt. Sehr schön. Das bedeutet, ich muss Spruchrollen kaufen. Wir brauchen nämlich Helferleins, die uns, ja, dann gegen diese Mistviecher helfen. Boah, das ist ein großer Drachenhort. Also Schatz halt, ne? Da ist noch was. Goblinbeere, okay. Noch was? Schaut nicht aus, ne? Warte, was liegt hier?
Rostiger Zweihänder. Schweres, also hoppla, schweres Skelett, genau. Beschworenes Skelett, Herrschaftszeiten. So, na prima. Der nächste Drache ist abgenippelt. Wie schön, wie schön, wie schön. Da ist noch ein Skelett. Und da ist noch eins. Also, nicht so haben sie ja nichts, aber den Rest nehmen wir mit. Ich schaue nochmal ganz kurz in die Nischen da rein, ob da noch irgendwas rumliegt und schimmelt. Aber so wie es ausglubschen tut, passt da alles. Ich zücke mal kurz das Schwert, weil es leckt schon wieder ein bisschen. Nein, ich glaube, wir waren brav. Ja. Das heißt, es gibt einen fetten Speicher. Tadam. Und ein noch fetteres Port zurück in die Burg. Wobei, da müssen wir recht weit hatschen, aber es hilft nichts. Wir brauchen einen Alchemietisch. Hoppala. Wir brauchen einen Alchemietisch. Ich muss sowieso zurück in die Burg. Tadam. Dann werden wir auch uns gleich mal das Auge Innos schnappen. Alchemietischele. Auge Innos wieder aufladen. Kachanga. Das Auge Innos pulsiert voller Energie. Kachanga. So, dann hauen wir uns sofort in die Federn. Das haben wir uns jetzt verdient nach dem harten Kampf. Und dann ist dringendlich Shoppen angesagt. Garund werden wir auch gleich Bericht erstatten, dass wir den nächsten Drachen gekillt haben. Da gibt es wieder Erfahrungspünktchen, hoffentlich. Oh, gute Nacht, ihr Lieben. Oh, bis zum nächsten Morgen, Pen. Oh. Alter Schwede. Nach zwei Drachenkämpfen könnte unser Held wohl zwei Tage durchpennen. Was? Ja. Aber da wird nichts draus. Nein, nein. Der muss wieder ran an den Speck. Grüß Gott, guten Morgen, grüß euch, servus. Hallo. Herr von und zu Garund, servus. Wegen der Drachen. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Der Drache in der Felsenfestung im Süden ist tot. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Jetzt kriegen wir streng gesagt das ganze Geld zurück, das wir einst für Gorn bezahlt haben. Tschüss. Servus. Willst du was von mir? Warum rückst du mir so auf die Pelle? Das ist unangenehm. So. Da waren es nur noch zwei. Gut. Dann denke ich, wird der nächste Drache dann der Feuerdrache sein. Und ich frage ihn mal, ob er mir eine Drachenrüstung bauen kann. Hey, hallo Jan. Wegen der Drachen. Ich habe einige Drachen getötet. Ja und? Du bist ja schließlich ein Drachenjäger, oder? Du etwa nicht? Ich sagte dir ja bereits, ich stelle lieber Waffen her, als selbst loszuziehen, um die Drachen zu töten. Ich brauche eine Rüstung. Verkaufst du Waffen? Kann ich bei dir eine Rüstung kaufen? Aha, ja, bitte. Kann ich bei dir eine Rüstung kaufen? Wenn ich welche hätte, würde ich sie dir verkaufen. Leider habe ich keine. Alter, hupf doch in Gatsch. Kannst du mir was anfertigen? Kannst du mir denn eine anfertigen? Nun, wenn du was Besseres haben willst, musst du mir schon die Materialien beschaffen. Ja. Was brauchst du? Du willst doch gegen die Drachen kämpfen. Ja. Bring mir Drachenschuppen. Damit müsste ich dir was zusammenzimmern können. 20 Stück sollten reichen. Ich kriege einen Herzinfarkt. Wir müssten die normalerweise haben. Alter, Moment, Moment. Die sind zu wertvoll. Da wird mal fix gespeichert. Jan, nochmal. Ich habe Drachenschuppen für dich. Ich habe die Drachenschuppen für dich. Gut, damit wird sich was machen lassen. Komm morgen wieder, dann sollte das Teil eigentlich fertig sein. Okay. Tschü. Dann gehen wir nochmal pennen. Boah, das tat weh. Na gut, bei Ben, jetzt können wir halt jedenfalls so die Drachenschuppen verkaufen und der hier. Macht uns eine Rüstung draus. Also dann, gute Nacht. Normal müsste das jetzt so passen. Jetzt haben wir den nächsten Morgen. Ich hoffe, dass man da nicht wirklich jetzt die Zeit verstreichen lassen muss, sondern dass die Rüstung jetzt fertig sein tut. Hallo Jan. Hey you. Hey you.
meine Rüstung und so, ne? Ist die Rüstung fertig? Ja, ein wahres Prachtstück. Wenn du willst, kannst du sie kaufen. Für dich mache ich einen Freundschaftspreis. 12.000 Goldstücke. Bitte was? Nach allem, was ich für dich getan habe? Komm mir nicht so. Irgendwovon muss ich ja auch leben. Also, kauf sie oder lass es bleiben. Das muss jetzt aber eine schwere sein. Eine mittlere und die kostet so viel. Das ist eine schlimme Sache. Schutz vor Waffen 80, Schutz vor Pfeilen 80. Und nix Feuer? Nix? Feuer? Nix? Alter! Nix Feuer? Dann bringt mir das eh nix. Und dich Trotten hab drüber gespeichert, oder? Hab ich drüber gespeichert? Ich will meine Drachenschuppen wieder haben. Anderes Zeit, was soll man machen mit dem Zeug? Ich bin total verunsichert jetzt. Ist das jetzt lukrativ? Hey. Ich schau mal. Ist eh schon wurscht. Gib her den Dreck. Ich will die Rüstung kaufen. Du wirst merken, sie ist jedes einzelne Goldstück wert. Nee, dann wär's eine schwere gewesen. Du Bastard. Und wie schaut's mit Waffen Verkaufst aus? Du Waffen? Ich würde, wenn ich könnte. Doch zunächst muss ich die Paladine hier in der Burg mit Waffen versorgen. Aber ich kann dir zeigen, wie du selber deine Waffe schmieden kannst. Halt die Klappe oder ich hau dir eine rein, echt. Alter, wenn die jetzt nicht gut ist, die Rüstung, ne? Dann wird er sich gleich zu den Drachen gesellen dürfen. Okay, die ist gut. Die ist gut. Aha, so schaut die mittlere aus. Ja, die ist gut. Die ist gut. Die können wir. Okay. War doch keine so schlechte Investition. Gut. Sie haben jetzt überall quasi ja, einen guten 20er mehr. Ja, das ja. Könnte man so lassen. Nein, ich habe mich nicht künstlich aufgeregt. Alles okay. Wir haben ja noch zigtausend Lederbeutel, von dem her, die ich glaube ich gleich aufmachen werde. Ich mache die Lederbeutel jetzt auf. Wir sind blank. Oh, und natürlich, was haben wir hier? Bogenschützen lernen? Ja. Katschang. Und Geschick? Ja, gut, nehmen wir mit. 4 Geschick dazu, sehr schön. Wir brauchen die Lederbeutelchen. Honigtabak. Hier, Lederbeutel 100. Noch mehr 100. Alter, was haben wir denn da für Lederbeutel? Oh, mir wird schlecht. Das sind 25er. Alter Schwede. 30 Jahre später. Oh, alter Schwede. Ja, mach mal hin, ne? Bevor wir hier noch alt und grau werden. Ich wollte eigentlich nur noch ein paar Schriftrollen kaufen, weil unsere Skelette sind futsch, ne? Die habe ich ja schön verbraten. Mit ein bisschen Glück brauchen wir es auch nicht mehr, aber ich fürchte für den... Boah, Alter, dass es nochmal so einen Brenner macht, dann werde ich sterben, glaube ich, innerlich. Ich weiß, es gibt noch, ich bilde mir ein, es gibt noch eine schwere Drachenjäger-Rüstung. Ich weiß jetzt nur nicht, ob man sie jetzt bekommt für, also zum Schluss eher mehr, oder jetzt dann, bevor wir den Eisdrachen töten dürfen. Ich nichts wissen. Ich alles vergessen habe, ehrlich gesagt. Ist leider ein Leiden von mir. Was soll ich machen? So. Wir haben schon 5 Fiolen Drachenblut. Auch nicht schlecht. Hallo Dandor, was hast du denn für Waren? Zeig mir deine Ware. Der hat nix. Tschüss. Ja, hör auf da hinten mit dem Schwert herumzufuchteln und zu spielen. Können wir deinen Lederbeutel jetzt stibitzen? Na, warte, nein, du dreckiger geht Dieb. Noch nicht. Haben wir noch zu wenig Geschick. Ja, natürlich den Ladefehler. Das muss so sein. Ja, ja, bitteschön. Komm nur her, da hat jemand gerade runtergehauen von irgendwo, da staubt es auch noch. Gut. Wer könnte das denn verkaufen?
Sie hat so ein Hand. Ah, ich glaube, ich weiß. Wartet mal. Ja, ich trödel jetzt rum, es tut mir leid. I'm so sorry. Dararam, dararam. Horuk. Hallo, Engor, du Würstelsierer. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Yes, er hat was. Er hat einen Dämon und er hat Golems und die will ich mitnehmen und zwar alle beide. Ja. Großer Feuersturm. Mittlere Wundeln. Wundeln, genau. Mittlere Wundeln hallen, genau. Kleiner Feuersturm, das brauchen wir eigentlich nichts. Aber die Tränkeleins nehme ich gerne mit. Die 70er und die 100er. Okay. Armbrust und so. Bäh. Brauchen wir dabei nicht. Passt. Können wir sein. Ich meine, haben wir jetzt vielleicht genügend Geschicklichkeit, um seinen Beutel zu stibitzen? Ja, 200 Punkte dazu. Geilo, geilo. Mit dieser ehrenhaften Tat werde ich mal auf das Handy schauen. Oh je, der Part ist ja auch gleich zu Ende. Pfui. Naja, wir könnten uns ja mal auf den Weg machen Richtung nächstes Drachilein. Ich fürchte aber, dass man, ja, dort wo der Steindrache jetzt war, gab es mal einen Zugang dorthin, wo jetzt nochmal der Feuerdrache zu Hause ist. Das Dumme ist nur, dass sie das, glaube ich, gekappt haben. Da gab es nämlich eine Brücke und ich bilde mir ein, die Brücke ist jetzt futsch. Das ist jetzt die Frage, ob die Brücke noch da ist oder nicht. Wenn sie nicht mehr da ist, müssen wir irgendwie in die Richtung da weiter. Da drüben, da. Oder wisst ihr was? Ich gehe gleich dahin. Müssen wir durch da blöd herumsuchen, gehen wir gleich dahin und fertig. Wir sind jetzt eh gepanzert wie ein, weiß ich nicht was. Und das wird schon werden. Das kriegen wir schon hin. Jetzt gehen wir mal schauen, ob sie wieder ein paar Erfahrungspunkte für uns gibt. In Form von Orks und so. Ach ja, da müssen wir auch mal rauf. Da oben gibt es nämlich, gibt es nämlich auch eine Quest für uns. Das ist nur die Frage, wie ich das anstelle. Ich bin früher von da oben, da wo ich so gerade ausschaue, rüber auf hier. Dann hat das recht gut hingehauen. Wo ist die Waffe hin? Wisst was, ich probiere jetzt einfach mal. Das sind Erfahrungspunkte für uns. Wir haben eh schon lange keine Orks mehr geklatscht. Hallo! Drei. Ja, der eine bleibt wieder hängen, das ist schön. Wow! Ah, ich habe vergessen, unser Rüsten fällt mir gerade wieder ein. Wow! Ja, das ist charmant, Trottel. Ja, ja, warte. Warte, warte. Ich, Trottel, habe vergessen, umrüsten, aber ich glaube, das bringt jetzt eh nichts. Ja, ist ja gut. Meine Güte, immer diese Fehlermeldungen. Pfui! Ja, was ist denn nun? Das ist Schamane auch noch drauf. Das ist, glaube ich, der Schamane, mit dem wir reden müssen. Aber was habe ich dafür gebraucht? Ach, scheiß doch drauf. Gehen wir mal Orks, Orks klatschen, genau. Oh, Backe. Oh, Backe. Ich muss mal weg. Komm nur. Nein, nicht aufhängen. Ach, warum passiert das immer? Da fangst du dich noch oder ist schon vorbei? Das ist nervig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist richtig, richtig nervig. Komm schon, mach hin. Welch schöner Abschluss für den heutigen Part wieder, ne? Ach, komm schon. Es ist echt ärgerlich, muss ich wirklich sagen. Das reibt mir jetzt gerade wieder auf. Oh. Lade, um Himmels Willen. Ja, dann ist halt wieder... Alter Schwede, kriegst du einen Grausen, echt. Wenigstens drei Orks wollte ich umklatschen. Nicht einmal das geht mehr. Hallo. Hallo.
Hallo? Jetzt sind es 4, ne? Geht's, wenn ich hier drauf hüpf? Nein. Das will er einfach nicht. Das, da kriegt er Zustände. Ja, na gut. Was soll's. Das ist halt so. Dann beenden wir den Part einfach. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!